Und während über eine uns unbekannte Welt die Hölle gerade hereinbricht und sich eine unglaublich hässliche Kreatur über ihre Freiheit freut, sag ich einfach mal, hallo liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin Onyxan und das hier ist Diablo Hellfire. Version 1.0.0, interessant. Okay, wunderbar. Diablo Hellfire, also sprich das Add-on für Diablo 1. Ein wundervolles Spiel, zwar schon uralt und man sieht es ihm auch ein bisschen an, aber das soll uns nicht hindern. Und gleich mal zwei Worte vorab oder so. Wer das Spiel kennt, dem dürfte schon mal gleich was auffallen, nämlich das hier. Das dürfte hier gar nicht stehen. Multiplayer? Hä? In Hellfire? Gibt's doch gar nicht. Gab's nur in Diablo 1, aber nicht in Hellfire. Ja, kann man alles einrichten, wenn man eine entsprechende Textdatei in Hellfire hinzufügt, dann kriegt man noch ganz andere Sachen. Ich kann dazu auch eine Beschreibung in der Videobeschreibung posten, quasi, was ihr da machen müsst, und dann funktioniert das. Kann man theoretisch also dann auch Hellfire über LAN mit anderen Leuten spielen. Würde genauso funktionieren wie Diablo 1, ist super, aber sollen uns nicht weiter interessieren. Wir gehen in den Singleplayer-Modus und sehen da verdammt seltsame Sachen. Wir sehen einen Sir Nixon, wir sehen einen Nixon mit großem N und I. Faszinierend. Was sind das eigentlich für ein Vogel? Oh, wow. Ein Zauberer auf 31. Faszinierend. Also, Sir Nixon hat eine Vergangenheit, möchte ich nur schon mal gesagt haben. Der ist nämlich aus der ersten Version dieses Let's Plays. Ja, ich habe das tatsächlich schon mal versucht aufzunehmen und habe auch eine ganze Weile gespielt. Dann habe ich irgendwie meinen Rechner umgestellt auf Windows 7 und Diablo 1 funktionierte nicht mehr und da war ich ganz furchtbar traurig und überhaupt. Und weil ich einfach so unglaublich Lust habe, Diablo zu spielen, fangen wir das Spiel jetzt einfach nur mal von vorne an. Wir kreieren einen neuen Helden und den nennen wir jetzt... Also, ja, gut, schon wieder 10 Sachen zu erklären. Diablo. Diablo 1 bietet uns drei Grundklassen. Den Krieger, den Bogenschützen oder die Bogenschützin, wie man hier neben schön sehen kann. Den Zauberer und das war's eigentlich schon. Mit Hellfire kam dann der Mönch dazu oder der Monk. Ja, und das wäre dann auch hier das Limit. Aber Tatsache ist, es gibt noch zwei, ich sag mal, geheime Charaktere in Diablo Hellfire, die man freischalten kann. Zum einen der Barde. Was genau das Besondere am Baden ist, weiß ich jetzt auch nicht. Und theoretisch auch den Barbar, den ich jetzt offenbar nicht freigeschaltet habe. Der Barbar hat den Vorteil, dass er zwei Waffen halten kann, statt beispielsweise eine zweihändige Waffe oder ein Schwert und ein Schild oder so. Also der kann dann wirklich mit zwei Waffen rumlaufen und zukloppen, aber ja, ist eigentlich im Spiel nicht vorhanden. Man muss dann halt auch in diese Textdatei, von der ich vorhin schon gesprochen habe, ein paar Worte reinschreiben und dann ist der auf einmal da. Also man muss reinschreiben Bard-Test und Barbarian-Test oder so und dann hat man diese Charaktere auf einmal, obwohl sie eigentlich gar nicht da sein sollten. Und wie man halt sieht, am Barden hat genau das gleiche Bild wie die Bogenschützin. Das heißt auf gut Deutsch, diese Charaktere waren nie fertiggestellt. Warum auch immer. Aber man kann so theoretisch spielen. Gut, wir konzentrieren uns aber allein auf den Krieger und der braucht jetzt irgendeinen Namen, verdammt. Und es gibt schon Nixon und es gibt einen Sir Nixon. Was bist du denn dann? Du bist... keine Ahnung. Nee, keine Ahnung kann ich dich nicht nennen. Ich nenne dich jetzt einfach nur Nixon. Hoffentlich funktioniert das. Oh, nee, dann würde ich den überschreiben und... Scheiß drauf. Ich hätte auch Sir Nixon überschreiben können. Das wäre vielleicht cleverer gewesen. Jetzt ist es zu spät. Gut, jetzt können wir eine Schwierigkeit aussuchen, normal, Albtraum oder Hölle. Aber Tatsache ist, am Anfang können wir sowieso nur auf normal spielen, bis wir ein bisschen gelevelt sind, also machen wir das natürlich auch. Ja, und damit wären wir schon im ersten Ladebildschirm. Yay, freut euch, den sehen wir noch öfters. Ja, ist ein altes Spiel, das braucht sowas. Und dann, schön, herrlich, diese Musik. Ich hab sie vermisst. Ich vermisse das absolut gar nicht animierte Wasser hier unten. Ich vermisse diese Stilllebenlandschaft oder so, in der sich nichts bewegt, aber alles so unglaublich toll aussieht. Ich vermisse alles. Und apropos alles vermissen, gehen wir mal kurz in die Optionen. Ja, ich glaube, das kann man so lassen. Das sieht ganz gut aus. Auch eine Neuerung für die, die nur Diablo kennen, aber nicht Hellfire. Es gibt die Joggen-Funktion, die einfach nur den Vorteil hat, dass man in der Oberwelt, also in der Stadt, schneller laufen kann. Allerdings gibt es keine Rennen- oder Joggen-Animation, das heißt, das sieht dann so aus. Die normale Geh-Animation, aber schneller.
ist witzig, aber ja, es ist sehr hilfreich, weil man dann eben nicht ewig hier sinnlos rumläuft. Und apropos ewig sinnlos rumlaufen, reden wir doch einfach mal mit jemandem. Da hätten wir Farnham, den Betrunkenen oder so. Hallo Farnham. Ach, das ist so schön. Sprich mit mir, Mann. Über, keine Ahnung, Gossip, Getratsche, ja, Tratsch, Klatsch, was auch immer. Word is a kid with more problems than even me. I know all about problems. Listen here, my kid's got a sweet deal. He's been there, you know, lost a leg. Gotta walk around on a piece of wood. So sad, so sad. Schön. Und für diejenigen, die es noch nicht gemerkt haben, spätestens jetzt dürfte klar sein, das Spiel ist komplett auf Englisch, so wie sich das gehört. Und das ist auch gut so, weil, ich sag's mal so, die englische Sprachausgabe von Diablo 1 ist ungefähr 20 Mal besser als die deutsche Sprachausgabe aus Diablo 2, also ist das völlig in Ordnung so. Und ja, jetzt können wir natürlich hier erstmal ein paar Leute kennenlernen, aber vielleicht reden wir erstmal drüber, was Farnham da geredet hat. Er hat von einem Jungen erzählt namens Wirt, der irgendwie einen Holzfuß hat, ein Holzbein, weil er irgendwie bei irgendeiner Sache dabei war, wo es ziemlich rund ging. Und ja, gut, zugegebenermaßen, der Mann ist nicht so ganz bei Sinn, weil er ist ein bisschen sehr betrunken, aber es scheint eine ernste Sache zu sein. Deshalb gehen wir jetzt mal zu diesem Jungen. Wirt, der holzflockgebeinte Junge. Also der Typ mit dem Holzbein. Man sieht sogar hier. Wow, wo ich die Maus gerade habe. Ein Holzbein. Wahnsinn. Psst, over here. Ja, ja, hier drüben. Ich habe was zu verkaufen, aber es kostet dich 50 Gold, wenn du es dir nur ansehen, willst. Ja, und dann soll man es noch kaufen wahrscheinlich. Aber okay, haben wir eh nicht 50 Gold. Wir sind arm wie eine Kirchenmaus oder so. Deshalb reden wir einfach mal mit ihm. Über Tratsch. In case you haven't noticed, I don't buy anything from Tristram. I am an importer of quality goods. If you want to peddle your junk, you'll have to see Griswold, Pepin, or that witch Adria. I'm sure they'll snap up whatever you can bring them. Genau. Wunderbar. Das ist eine interessante Information. Er sagt, er kauft keinen Scheiß aus Tristram und wenn du deinen Müll loswerden willst, dann musst du halt zu Pepin, Adrian oder Griswold gehen und da kannst du dann deinen Müll verkaufen und das war's. Ja, er hat nur Qualitätsware. Dann nennen wir noch Jillian, die Barfrau. Good day. How may I serve you? Oh, es ist so schön. Good day. How may I serve you? Es ist so schön, diese Synchro wieder zu hören und dazu dieses tolle Gitarrenspiel im Hintergrund. Es ist herrlich. Komm, lass uns ein bisschen tratschen. My grandmother had a dream that you would come and talk to me. She has visions, you know, and can see into the future. Wow. Dann hoffe ich für dich, dass sie die Zukunft von mir sehr weit vorausgesehen hat. Also sie hat gerade gesagt, meine Großmutter hat gesagt, dass du kommen und mit mir reden würdest. Sie hat nämlich Visionen und so, weißt du? Ja, also ich hoffe, die hat sehr, sehr weit in die Zukunft gesehen, so quasi bis Diablo 2, weil dann weißt du, was aus mir wird und was aus dir wird und überhaupt. Gut, ich sag dazu jetzt mal nichts, aber hallo Pepin, Pepin der Heiler. Ein alter Mann mit grauem Haar und vielleicht sogar einem grauen Bart, an dem er sich gerade rumzwirbelt, man weiß es nicht. What ails you, my friend? Ach ja, mir tut eigentlich gar nichts mehr. Ich will nur mit dir reden. Cain is a true friend and a wise sage. He maintains a vast library and has an innate ability to discern the true nature of many things. If you ever have any questions, he is the person to go to. Danke für diese lebenswichtige Information. Cain, Deckard Cain, die Elder. Entschuldigung, Cain hat also jede Menge Bücher, eine ganze Bibliothek und er hat Ahnung von allem und er weiß alles. Und wenn ich jemals irgendwelche Fragen habe, dann soll ich zu Cain gehen. Der hat den totalen Durchblick. Gut, jetzt sind wir beim Heiler, da könnten wir natürlich auch Heil-Items kaufen, ne? Kleinen Heiltrank, großen Heiltrank und so ein Kramsch, aber können wir uns gar nicht leisten. Also jedenfalls nicht viel, wir haben nur 100 Gold. Lassen wir es gut sein, gehen wir nochmal und gucken uns weiter um. Jetzt sind wir wieder am Start. Hallo Cain, sprich mit mir. Cain die Elder, steht sogar da, wow. Hello, my friend. Stay a while and listen. Und das, dieser Satz alleine, zeigt wirklich, wie die Synchro von Diablo 1 der deutschen Synchro von Diablo 2 überlegen ist. Hören wir uns das nochmal an. Hello, my friend. Stay a while and listen. Und weil es so schön war, nochmal. Hello, my friend. Stay a while and listen. Und weil ich gerade drüber gelabert habe, nochmal. Hello, my friend. Stay a while and listen. Okay, jetzt wird's langsam dämlich, aber... Hört ihr das?
Hello, my friend. Stay a while and listen. Er klingt so unglaublich glaubhaft. Ja, unglaublich glaubhaft. Und in Diablo 2 ist er einfach nur einschläfernd. Also dieser Satz, hallo, mein Freund, bleib ein Weilchen und hör zu. Den sagt er in Diablo 2 quasi genauso in der deutschen Synchro. Und er sagt dann, hallo, mein Freund, bleib ein Weilchen und hör zu. Oder irgendwas in der Richtung. Und es ist so unglaublich einschläfernd und gefühllos und falsch und schlecht und... Und deshalb mag ich die Synchro so. Ich kann es nicht oft genug sagen, sage ich auch noch oft genug. Aber jetzt reden wir erstmal über was Sinnvolles, zum Beispiel Klatsch. While you are venturing deeper into the labyrinth, you may find tomes of great knowledge hidden there. Read them carefully, for they can tell you things that even I cannot. Okay, also wenn wir tiefer in die Labyrinthe gehen sollten und könnten wir auf Bücher stoßen, die sogar Wissen enthalten, das er nicht hat. Okay, von mir aus. Und dann gehen wir mal noch zu Griswold, dem Schmied. Well, what can I do for you? Ja, auch wieder ein schönes Beispiel. Mit seinem komischen schottischen Akzent. Wow, what can I do for you? Man merkt schon, dass da ein bisschen Liebe in der Synchro drin ist, finde ich. Viel Liebe. Erzähl mir was. That lad is gonna get himself into serious trouble. Or I guess I should say, again. I've tried to interest him in working here and learning an honest trade. But he prefers the high profits of dealing in goods of dubious origin. I cannot hold that against him after what happened to him. But I do wish he would at least be careful. Okay, schöne Info. Er hat zwar keinen Namen genannt, aber er redet sehr eindeutig über Wirt, den Holzflockgejunkten. Quatsch, den Holzflockgebeinten Jungen. Aber der Holzflockgejunkte Bein ist auch nicht schlecht. Egal. Er hat halt gesagt, ja, der Junge bringt sich nochmal richtig in Schwierigkeiten. Ich habe ja versucht, ihm irgendwie eine Stelle anzubieten, dass er hier ein ordentliches Handwerk lernt, aber stattdessen verbringt er seine Zeit damit, irgendwelchen Krempel mit fragwürdiger Herkunft zu verhökern. Und ja, genau. Aber er will ihm keine Vorwürfe machen nach allem, was passiert ist, wegen seinem Bein und so. Und ja, lass den armen Jungen. Ne? Ist okay. Ogden, der Tavernenbesitzer. Thank goodness you returned. Much has changed since you lived here, my friend. All was peaceful until the Dark Riders came and destroyed our village. Many were cut down where they stood, and those who took up arms were slain or dragged away to become slaves, or worse. The church at the edge of town has been desecrated and is being used for dark rituals. The screams that echo in the night are inhuman, but some of our townsfolk may yet survive. Follow the path that lies between my tavern and the blacksmith's shop to find the church and save who you can. Perhaps I can tell you more if we speak again. Good luck. Du machst's einem nicht leicht, Ogden. Zwei neue Dinge, nee, also ein neues Ding. Ja, wir haben ihn angesprochen und es ging direkt diese Textbox auf. Das heißt, er hatte uns wirklich was zu sagen. Und zwar hat er uns sehr viel Informationen gegeben. Zum Beispiel, wir sind hierher zurückgekehrt. Also er hat gesagt, Gott sei Dank, dass ihr hierher zurückgekehrt seid. Und es hat sich viel geändert, seit ihr das letzte Mal hier wart. Irgendwie wurde wohl die Kirche entweiht und irgendwie wurde das Dorf angegriffen und die Leute wurden entführt oder niedergemetzelt und die, die sich Waffen in die Hand genommen haben, wurden erst recht niedergemacht und überhaupt und sowieso. Und der Ursprungsort für all diesen Quark scheint die Kirche zu sein und naja. Ich würde sagen, das ist ein guter Grund, dort mal vorbeizukommen. Das hier ist übrigens unser Inventar. Können wir auf Inf öffnen oder indem wir einfach I drücken. Für die, die noch nie ein Diablo-Spiel gespielt haben, ist das ja nicht selbstverständlich. Ja, da haben wir ein Schwert, das scheiße ist, ein Kurzschwert und ein Schild. Ein Buckler, was auch immer. Ein kleiner Rundschild, der auch scheiße ist. Wunderbar. Das heißt, wir sind für den Kampf gewappnet, aber wir wollen noch nicht in den Kampf ziehen. Wir gehen jetzt erstmal noch bei einem weiteren Charakter und dann bei noch einem weiteren Charakter und dann können wir mal gucken, was in der Kirche eigentlich faul ist. Weil wir sind ja hier der große Held und bringen wieder alles in Ordnung. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Adria the Witch, also die Hexe. I sense a soul in search of answers. Es hat mich 15 Jahre gekostet, diesen Satz zu verstehen. Aber er ist genial. sie sagt, I sense a soul in search for answers. Sie spricht das nur ein bisschen seltsam aus und das heißt natürlich, ich spüre eine Seele, die nach Antworten sucht. Und das ist toll. Sprich mit mir, Hexe.
über alles Mögliche. The hand, the heart and the mind can perform miracles when they are in perfect harmony. The healer Pepin sees into the body in a way that even I cannot. His ability to restore the sick and injured is magnified by his understanding of the creation of elixirs and potions. He is as great an ally as you have in Tristram. Auch wieder eine sehr schöne Info. Adria, obwohl sie sehr abseits lebt, wohl ein bisschen ausgestoßen ist, sie ist immer eine Hexe, ne? Hat eine extrem hohe Meinung von Pepin, dem Heiler. Sie sagt, er versteht den menschlichen Körper besser als jeder andere und überhaupt sowieso. Und er kann unglaublich wirkungsvolle Tränke herstellen, um einen genesen zu lassen. Und er ist einer der wichtigsten Verbündeten, den wir hier überhaupt in Tristram haben können. Finde ich schön, finde ich toll. Und ehrlich gesagt, ich bedauere gerade jeden, der der englischen Sprache nicht mächtig ist, weil eigentlich müsstet ihr nur, um dieses Let's Play richtig genießen zu können, Englisch lernen. Also falls es da Leute sind, die damit Probleme haben, es ist so geil, diese Texte sich anhören zu können. Es ist einfach herrlich. Okay, letzter Charakter. Hallo. Okay, haben wir geklärt. Das sind natürlich nur Kühe. Aber der hier, Lester der Farmer oder der Bauer oder was auch immer. Nicht vorhanden in Diablo 1, aber in Hellfire. Weil Hellfire. Add-on bedeutet mehr Zeugs. Logisch. I need something done, but I couldn't impose on a perfect stranger. Perhaps after you've been here a while, I might feel more comfortable asking a favor. Ja, sehr eindeutig. Ich glaube, das sagt er auch jetzt nochmal, wenn ich ihn nochmal anklicke. I need something done. Ja, okay. Er sagt also, er müsste was erledigt kriegen, aber er hat keinen Bedarf jetzt dafür, einfach irgendeinen komischen Fremden zu fragen, also einen Wildfremden. Und ich soll doch einfach mal, wenn ich eine Zeit lang hier geblieben bin, mal nochmal vorbeikommen und vielleicht hat er dann mehr Vertrauen zu mir und übergibt mir vielleicht eine interessante Aufgabe. Gut, klärt sich noch, was es damit aussieht. Und jetzt sehen wir hier schon etwas, das sehr seltsam aussieht, aber dazu äußern wir uns nicht. Das Spiel ist immerhin 20 Jahre alt oder so. Wir nähern uns der Kirche und... Nein, er ist nicht da. Das ist schade. Das ist wirklich, wirklich schade. Kurze Erklärung. Es kann passieren, dass wenn man hierher kommt, hier ein sterbender Mann liegt, der dann erzählt, wir sind gekommen, um den Sohn des Königs zu retten, der hier in die Kirche verschleppt wurde. Und wir sind aber vom Erzbischof Lazarus verraten worden. Und er hat einen schrecklichen Dämon namens The Butcher, also der Metzger, auf uns gehetzt. Und der hat alle niedergemetzelt. Und ja, bitte räche mich und meine gefallenen Kameraden, indem du diesen Butcher zerlegst. Liegt dieser Mann dort, hat man das Butcher-Quest. Kann man im Questlogbuch nachlesen. Wir haben unglaublich viele Quests im Moment, Wahnsinn. Liegt dieser Mann nicht dort, hat man das Butcher-Quest nicht. Und das heißt, der Butcher ist auch nicht im Spiel. Ja, das Spiel verändert sich. Man kann Quests haben, muss man aber nicht. Übrigens, schöner Friedhof. Und bevor ich jetzt da reingehe, ich weiß, ich halte mich hier viel länger auf, als sein müsste, aber ich will das, weil es gibt so viel zu sagen. Guckt euch allein an, wie dieses Gebäude an sich aussieht. Ich bin ein Held. Ich bin ein Held. Ich bin ein Held. Worauf ich raus wollte, ist diese unglaubliche Detailstufe. Aber man sieht es auch hier schön an den Treppen. Da hast du recht. man sieht es auch an den Treppen hier und an den Treppen dort und auch ein bisschen am Boden. Das ist zwar alles ein bisschen unscharf, zugegebenermaßen. Was vielleicht daran liegt, dass das Spiel 20 Jahre alt ist, aber man merkt wirklich, dass hier in jedem Pixel, den man auf dem Bildschirm hat, unglaublich viel Liebe zum Detail steckt. Es sieht so verdammt gut aus für sein Alter. Und wenn ich jetzt Z drücke, haben wir einen Zoom, da sieht man wirklich, wie vergleichsweise wenig hier quasi mit Pixeln gearbeitet wurde, also aus wie wenigen Pixeln sowas besteht. Und trotzdem, man sieht wunderbar diese Animation, man sieht, wie er in die Knie geht und wieder hochgeht. Und es sieht wirklich meiner Meinung nach extrem glaubwürdig aus. Und in der Hinsicht ist es auf jeden Fall besser als Diablo 2, finde ich. Wer den Vergleich nicht kennt, der hat dann halt Pech gehabt, der soll sich Diablo 2 im Vergleich angucken. Es wirkt ein wenig schärfer.
Ja, gebe ich zu. Auf den ersten Blick sieht es ein bisschen schärfer aus und es ist natürlich auch ein bisschen detaillierter. Es ist ja auch nur ungefähr, was weiß ich, 5, 6, 7, 8 Jahre später rausgekommen oder so. Da sollte man erwarten, dass es sich ein bisschen weiterentwickelt hat. Aber es sieht scheiße aus im Vergleich zu diesem Spiel. Also, nee, scheiße ist das falsche Wort. Das ist übertrieben. Aber ich finde, dass man bei Diablo 1 deutlich mehr erkennen kann, dass die Programmierer damals versucht haben, aus den minimalen Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen, wirklich was Besonderes zu machen. Es sieht wirklich alles unglaublich gut für die Möglichkeiten aus, die sie hatten. Also, es ist schwer, das zu beschreiben, aber mir gefällt Diablo 1 insgesamt vom Look her, auch wenn es grafisch unterlegen ist, vom Look her besser als Diablo 2. Und ja, es werden mich unglaublich viele Leute wahrscheinlich dafür hassen, wenn sie das jemals hören, aber ich kann es nicht ändern. Diablo 2 war ein absolut super Spiel. Ich werde sowieso in dem Let's Play mehrfach Diablo 1 und Diablo 2 und Diablo 3 miteinander vergleichen. Oh Mann, die töten mich gerade. Ja, ich hoffe, man hört meine Maus nicht die ganze Zeit klicken. Ich glaube, ich unternehme dagegen mal gerade was. Moment schon. Ja, wir haben doch alles hier. Schnell mal eben eine Decke über die Hand geworfen und die ist irgendwie zu groß und zu schwer. Ja, ich will ein bisschen das Geräusch von der Maus dämmen. Okay, so. Jetzt aber, jetzt müsst ihr gehen. Ja, ich höre die Maus selber nicht mehr, dann hört ihr sie bestimmt auch nicht. Das ist eine gute Idee. Ja, ich werde also oft wahrscheinlich Diablo 1, 2 und 3 miteinander vergleichen. Einfach, weil ich alle drei gesehen und mehr oder weniger gespielt habe. Und das ist auch nicht schlecht. Und wenn ich irgendwas gegen Diablo 2 oder gegen Diablo 3 sage, dann heißt das nicht, dass es deshalb schlechte Spiele sind. Und dass das unbedingt das einzig Wahre ist, was ich da sage. Das ist einfach nur meine Meinung. Und die muss nicht falsch und nicht richtig sein. Das ist völlig egal. Und ihr könnt gerne anderer Meinung sein. Aber mich verbindet halt auch ein bisschen was mit diesen Spielen. Ich meine, ich kenne sie schon seit Ewigkeiten. Ich glaube, ich lese mal diese Schriftrolle der Heilung. Und dann soll ich ein bisschen mehr zum Spiel erklären, statt über irgendwelche Sachen zu philosophieren, die nicht direkt mit dem Spiel zu tun haben. Also, kommen wir mal zum Wichtigsten. Das hier ist der erste Dungeon. Wir sind in der Kirche, oder unter der Kirche, um genau zu sein. Und hier treiben sich alle möglichen Monster rum. Wir haben irgendwelche komischen Dämonenviecher gesehen. Wir haben komische kleine Kicherviecher gesehen. Wir haben Skelette gesehen. Wir haben Zombies gesehen. Und alle wollen sie uns töten. Und umgekehrt genauso. Wir wollen die auch töten. Ein Fallen One, so heißen die kleinen Viecher. Also gut zu wissen. Ein Gefallener quasi. Kannst du mir einen Gefallen tun, Gefallener? Fall mal. Genau. Wunderbar. Hast du toll gemacht. Ja. Nebenbei haben wir hier unten unsere Lebensenergie, das rote, ist irgendwie naheliegend. Und rechts unten haben wir Mana zum Zaubern. Ne? Ja, und der Rest ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Mit dem linken Mausklick zeige ich an, wo ich hinlaufen will. Wenn ich klicke, also mit dem Mauszeiger zeige ich natürlich an, wo ich hinlaufen will. Aber wenn ich klicke, laufe ich dorthin. Und wenn ich irgendeinen Gegner anklicke, dann verhaue ich den. Oder wenn ich die Shift-Taste gedrückt halte, kann ich auf der Stelle stehen und trotzdem zuhauen. Was sehr hilfreich sein kann, aber nicht muss. Ist halt toll, hätte ich das gewusst, hätte ich die Heilungsrolle nicht genommen. Ich habe nämlich gerade ein Level-Up bekommen. Steht jetzt links unten in der Ecke, hier, Level-Up. Wenn wir da draufklicken, passiert das gleiche, wie wenn wir hier draufklicken oder wenn wir C drücken. Dann kommen wir nämlich in unser Charaktermenü. Und sehen, welche Werte unser Charakter hat. Wir sind jetzt Level 2, nix an der Krieger auf Stufe 2. Ja. Wir haben 2073 Erfahrungspunkte, wir bräuchten 4620 für das nächste Level-Up. Wir haben 152 Gold, wir haben eine Rüstungsklasse von 7, wir haben eine Trefferchance von 60%, wir machen 2 bis 6 Punkte Schaden. Wir haben keinerlei Resistenzen, wir haben Lebenspunkte, wir haben Mana und wir haben vor allem diese 4 Hauptattribute. Stärke, Magie, Geschick und Gesundheit. Und wir haben 5 Punkte, die wir jetzt frei hier drauf verteilen können. Und weil ich ein verdammter Krieger bin, setzen wir die natürlich auf Stärke, weil Stärke für uns verdammt wichtig ist. Ja. Je stärker der Krieger, desto stärker der Krieger. Das ist logisch und das hat einen netten Nebeneffekt, weil wenn der stärker ist, dann macht er mehr Schaden. Jetzt noch nicht, aber ja, man muss halt den Wert schon noch ein bisschen mehr steigern, sag ich mal. Aber es wird sich bemerkbar machen auf Dauer. Die anderen Attribute sind natürlich auch mehr oder weniger sinnvoll, je nachdem, wofür sie gedacht sind. Geschick ist bedingt sinnvoll für uns. Wichtiger ist eigentlich für uns die Vitalität, also unsere Gesundheit, weil
ja, wir sind ein verdammter Nahkämpfer. Das heißt, wir sollten schon stabil genug sein, ein paar Treffer einzustecken. Also wenn unsere Rüstung versagt, dann sollten wir nicht gleich tot umfallen, sondern wir sollten schon ein, zwei Treffer wegstecken können, ohne dass es gleich kritisch wird. Ja, so zum Beispiel. Da stöhnt er sich was ab und verliert ein bisschen Lebensenergie und dann ist er wieder glücklich. Ja. Vorteil beim Ritter ist, gegenüber anderen Charakterklassen, er kann eine absolut perverse Stärke erreichen. Also er kann so muskulös werden wie kein anderer Charakter, weil das eigentlich seine einzige wirkliche Fähigkeit ist, Sachen zu zerkloppen, und dafür ist Stärke halt mal verdammt praktisch. Ja, und er kann sehr, sehr hoch, naja, sehr, sehr hoch nicht, aber eine vergleichsweise hohe Vitalität erreichen. Ich glaube, auch die höchste von allen Charakteren. Das heißt, er verträgt auch die meisten Treffer. Nachteil vom Krieger ist, er ist eigentlich absolut untauglich für Fernkampf. Wenn man, also man kann durchaus einen Bogen benutzen, wenn man genügend Geschicklichkeit hat. Aber man ist nicht wirklich gut damit. Man wird nie mit einem wirklich guten Bogen umgehen können. Und selbst wenn man ihn benutzen kann, wird man nie so gut damit sein wie ein Bogenschütze. Weil man einfach nur die halbe Schussgeschwindigkeit hat oder so. Das heißt, in der Zeit, wo ein Bogenschütze zwei Pfeile schießen würde, schaffen wir einen. Und das macht sich natürlich dann ein bisschen beim Schaden bemerkbar, ne? Ja. Oh, ein Büchlein, ein Buch des Holy Balls, der heilige Blitz oder so. Oh, verdammt. Ich sollte eine der Rüstungen anziehen. Die hier ist magisch, die wollen wir nicht. Nehmen wir die hier. Armor Class 6, ja, das ist sogar gut. Rüstungsklasse 6, warum nicht? Buch, und ich kann es nicht lesen. Erkläre ich noch, kommt noch. Ich glaube, ich speichere mal, sicherheitshalber. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, wir sind also als Bogenschütze oder als Fernkämpfer untauglich. Wir sind auch ziemlich extrem untauglich, wenn es darum geht, Magie einzusetzen. Nicht nur, dass wir nur halb so langsam sind wie ein Magier, wenn es darum geht, Magie einzusetzen. Ich glaube, wir sind sogar noch langsamer als nur halb, als quasi halb so schnell, also quasi viel langsamer. wir können auch keinen hohen Magiewert erreichen und der wird uns daran hindern, starke Zaubersprüche zu lernen, in der Theorie. Und das ist immer schlecht. Murphys Schrein, das ist was Gutes. Ich glaube, ich erkläre den jetzt erstmal. Schreine kann es überall geben, in unterschiedlicher Form, mit unterschiedlichen Namen. Der Name sagt nicht direkt was drüber aus, was der Schrein bewirkt. Es können durchaus positive Effekte sein, es können aber auch negative Effekte sein. Wenn ihr ihn anklickt, dann findet ihr es wahrscheinlich heraus, was er bewirkt hat. Dann ist es aber zu spät. Klar, im Einzelspieler kann man vorher speichern und dann neu laden, wenn es einem nicht passt, aber ich bin der Überzeugung, dass Murphys Schrein sogar was Gutes ist. Und deshalb klicken wir den jetzt an und gucken, was passiert. Oh, das war definitiv nichts Gutes. That which can break will. Die brechen können oder zerbrechen können, werden es. Und hier sehen wir auch schon dieses Symbol hier, das sagt aus, deine Ausrüstung geht gerade kaputt. Das hier wurde nicht kaputt jetzt, aber das hier minimal beschädigt und das hier ein bisschen mehr beschädigt. Ja, also Ausrüstung, Waffen, Rüstungen, Schilde, Helme können auch kaputt gehen. Und dieser Schrein war dann doch nicht so gut. Der hat nämlich dafür gesorgt, dass die einfach Schaden kriegen. Ich glaube, der genaue Effekt von diesem Schrein ist, dass die Lebenspunkte auf die Hälfte reduziert werden. Also die Trefferpunkte der Ausrüstung. Und gut, das ist jetzt bei dem Ausrüstungszeug, was ich habe, hier nicht besonders schlimm. Da finde ich auch wieder Besseres oder kaufe mir Besseres. Aber es ist doof, weil ich habe eigentlich gedacht, der Schrein wäre was Gutes und nicht irgendwie Kacke. Nebenbei, kleiner Trick für Fässer. Man hat es schon gesehen zwischendurch, Fässer können durchaus mal explodieren. Und das kann einem verdammt viel Schaden machen. Stellt man sich aber schräg neben ein Fass, so wie ich es jetzt mache, treffen die Explosionen nicht. Fragt mich nicht warum, Fehler bei der Programmierung oder was weiß ich, aber okay, jetzt hat es doch getroffen, aber es fragt mich nicht warum. Gut, wir haben ein neues Level Up, wir machen mal noch ein paar Punkte auf Stärke und wir haben einen Schaden von 3 bis 7, aber ich glaube, das kam jetzt nicht von der Stärke, sondern davon, dass wir eine höhere Stufe haben. Vermutlich. Nicht alle auf einmal. Oh, da geht meine Rüstung auch langsam über den Jordan. Naja, solange mein Schwert noch hält, ist alles in Ordnung. Ja. So, und wo war ich jetzt beim Erklären vorhin? Kann mir das nochmal jemand sagen? Es tut mir leid, es gibt so unglaublich viel zu erklären in dem Spiel. Vor allem für diejenigen, die noch nie irgendein Diablo gespielt haben. Es ist halt völliges Neuland, aber ja. Dann ist es ja gut, dass ich wenigstens gleich mit dem ersten anfange. Mit Add-on, yay. Und ja, gut. Wo war ich vorhin? War ich noch bei den Attributen? Ja, ich war bei den Zaubern, genau.
Ich habe gesagt, in der Theorie ist es für uns nicht möglich, gute Zauber zu lernen. Tatsache ist, bei Diablo 1 sind die Attribute auf einen Maximalwert begrenzt. Das heißt, man kann, was weiß ich, als Ritter zum Beispiel maximal eine Stärke von 250 erreichen, was abartig viel ist. Dafür kann ich aber auch nur eine Magie von maximal 50 erreichen. Und das ist wiederum schlecht, weil dann fällt es uns halt schwer, Zauber zu lernen. Warum, erkläre ich gleich anhand des Buches, das in meinem Inventar ist. Das ist nämlich ein Zauberbuch. Damit könnten wir einen Zauber lernen. Hier, Book of Holy Bolt, das Buch des Heiligen Blitzes oder was auch immer, sagt aus, es braucht 20 Punkte Magie. Also der Attributswert Magie muss auf 20 sein. Der gucken wir gerade bei mir. Der ist auf 10 im Moment. Ja, und das ist einer der schwächsten Zauber im ganzen Spiel. Und der ist noch auf Stufe 1. Also der wäre auf Stufe 1, wenn ich das Buch lesen könnte und lesen würde. Und dafür braucht er schon 20 Magie. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, die Zauber kann man auf Stufe 15 bringen, maximal. Alle Zauber. Wenn der auf Stufe 1 schon 20 Magie braucht, dann braucht der auf Stufe 2 noch ein bisschen mehr. Und auf Stufe 3 noch ein bisschen mehr. Und überhaupt und sowieso. Und irgendwann ist der halt, ich weiß nicht, auf Stufe 4 oder Stufe 5, braucht der schon mehr als die 50 Magie, die wir maximal haben könnten als Ritter. Das heißt, der ist für uns dann schon unlernbar. Achso, den habe ich eben abgeworfen, stimmt. Ja Mensch, ich glaube, ich müsste mal zurückkehren in die Stadt, solange ich es noch kann. War ich jetzt eigentlich in dem Raum da oben auf der Karte? Ich nehme es mal an. Ja, war ein Verloren, Entschuldigung. Passiert. Genau, wird zu schwer sein zu lernen, weiter zu lernen. Und es gibt natürlich Zauber, die viel mächtiger sind und natürlich dementsprechend dann auch mehr Magie brauchen. Die können wir vielleicht mit ein bisschen Glück auf Stufe 1 lernen, aber dann ist Schluss. Und ja, ein guter Zauber bräuchte auf einer höheren Stufe, was weiß ich, Stufe 10 oder so, schon 255 Magie. Das ist sogar mehr, als der Zauberer erlernen kann. Und an der Stelle kann man sich dann fragen, Moment, der Zauberer kann maximal 250 Magie haben. Scheiße, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Wenn der maximal 250 Magie haben kann, ein Buch aber 255 Magie brauchen kann, damit man es überhaupt lesen kann, wie liest dann der Zauberer so ein Zeug? Ich meine, der schafft den Wert ja auch nicht. Tja, und das schafft man dann mittels magischer Ausrüstung. Gegenstände können unsere Attributswerte verändern, zum Positiven oder zum Negativen. Und das kann man ausnutzen. Logisch. Zieht einen Gegenstand an, der eure Magie um 5 erhöht. Wenn ihr schon 250 habt, seid ihr auf 255. Dann könnt ihr jedes Buch bis auf Stufe 15 lesen, weil höher als 255 geht's nicht vom Schwierigkeitsgrad her. Hello, my friend. Stay a while and listen. Ja, ich höre dir zu, wie du meinen Gegenstand identifizierst, nämlich diesen komischen Umhang. Hoffentlich ist er das wert. Das kostet mich 100 Gold. Wow, er hat eine um 24% verbesserte Rüstung. Das heißt, er hat keine Rüstungsklasse von 4 eigentlich, sondern von 5. Das wird nur nicht zusammengezählt, das heißt, ich ziehe den mal kurz aus. Wir haben im Moment eine Rüstungsklasse von 7, das müsste sich jetzt um 5 erhöhen, wenn ich den anziehe. Sag ich doch, auf 12. Das wird in dem Spiel hier nicht automatisch zusammengerechnet, das heißt, nutzt euren Kopf, rechnet selbst. Jetzt gucken wir erstmal, was das Ding wert wäre, wenn ich es verkaufen wollte. Wow, what can I do for you? Tralalala. 33 Gold, das ist es nicht wert. Dann weg damit. Okay, das Öl behalten wir. Ich glaube, ich muss mein Zeugs erstmal durchgucken. Ich will nämlich hier ein bisschen tricksen in dem Spiel, ja. Ich will nicht 100 Jahre mit dem Spiel verbringen, aber ich will es unbedingt nochmal gespielt haben und gezeigt haben. Und deshalb werde ich, naja, ein bisschen cheaten, in Anführungszeichen. Also ich mache nichts, was das Spiel mir nicht erlauben würde, ohne dass ich einen Cheat eingeben muss. Aber so ganz legal ist es auch nicht, was ich mache. Wir werden es gleich sehen. Erstmal verkaufen wir ein bisschen Müll. Wow, what can I do for you? Das Zeug ist eh nichts wert. Ihr seht schon, 12 Gold, 1 Gold, 10 Gold. Das ist alles nicht der Rede wert. So, aber was viel Geld wert ist, ist zum Beispiel dieses Buch hier. Ne? Das Book of Holy Bolt. Wir können es nicht bei Griswold verkaufen, weil Griswold kann mit Büchern nichts anfangen. Der ist ein verdammter Schmied. Aber die Hexe kann was damit anfangen. Und ich glaube, die würde uns 250 Gold dafür geben. Das gucken wir uns jetzt erstmal an. I sense a soul in search of answers. Das ist so schön. I sense a soul in search for answers. 15 Jahre hat es gedauert, bis ich den Spruch verstanden habe. Okay, 250 Gold, wie gesagt. Gut.
Dann kaufen wir jetzt noch ein bisschen ein. Ich kaufe von dir nämlich ein paar Mana-Tränke. Nicht, dass es unbedingt Mana-Tränke sein müssten. Es könnte jeder Art von Trank sein, die ich jetzt benutzen könnte für das, was ich vorhabe. Aber wenn wir schon bei der Hexe sind, dann kaufen wir natürlich Mana-Tränke, weil die hat die irgendwie zu verkaufen. Und das ist super.